man versucht sich mental sowieso auf den Einsatz vorzubereiten und man malt sich, glaube ich, oder jeder malt sich 1000 Szenarien im Kopf aus, was alles passieren kann. Aber ich glaube, dass wenn irgendwas passiert, ist das außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Jeder hat seine eigene Meinung. Ne? Natürlich ist das scheiße, wenn dann viele sagen, ich finde das scheiße, wenn du das machst, du Mörder oder keine Ahnung, was die dann manchmal sagen. Natürlich nicht gut, ne? Aber sei dann deren Meinung. Also als ich beim Notar saß, dann ist, um das Testament zu schreiben, das war nicht gerade eine übliche Sache. Es war schon komisch, das aufzuschreiben, was man wen vermacht. Das Ganze jetzt wirklich Sinn macht, was wir da machen, das interessiert mich als Soldat eigentlich ziemlich wenig. Ja. Ich bin gewöhnlicher Lanzer. Ja. Ich kämpfe, ich sitze ab, ich mache das, was mir gesagt wird. Und was die obere Führung sagt, denkt, macht oder machen möchte, das hat mich eigentlich gar nicht zu interessieren. Ein Jahr lang arbeitet man auf diesen Moment hin. Der Druck wächst von Tag zu Tag. Das ist halt dieses Ungewisse, was auf einen zukommt. Und diese Spannung zu Hause bis zum Beginn des Einsatzes, die steigt natürlich ins Unermessliche. Und irgendwann ist es dann auch so weit, dass man dann einfach nur noch los will und das Ganze hinter sich bringen will. Bitte Kompanie antreten! Mut ist grundsätzlich schon mit unserem Auftrag verbunden und beginnt für meine Soldaten, so glaube ich, nach Hause zu gehen und zu Hause den Angehörigen zu sagen, ich gehe nach Afghanistan. Jeder von uns weiß, Kunduz ist einer der Brennpunkte, nicht nur im Blickpunkt in Nordafghanistan. Ich weiß ganz genau, irgendwas hab ich vergessen. Dein Portemonnaie hast du? Ja. Handy hab ich. Hast du alles? Mhm. Dann hab ich. Ach, wenn nicht, komm ich nochmal, bitte. Ja, freilich. Meine Gedanken kreisen am meisten um meine Familie, um mein kleines Frauchen, da die jetzt das erste Mal seit guten 8 Jahren, dass ich sie mal so über so einen großen Zeitraum alleine lasse. Naja. Kommen wir mal auf den Zug, gell? Ja. Und denk dran, was Mama gesagt hat. Ja, mach ich. Kennst du mich doch, gell? Kennst du mich doch. Der einzige Gegenstand, den ich mitnehmen werde, wird ein Foto von meiner Mutter sein. Das wird das sein, was ich brauche.
verstehe. Ich mache das teilweise auch für mich selber, weil ich selbst bin eigentlich ein ziemlich verschwenderischer Mensch, würde ich sagen. Und möchte die Lebenserfahrung da unten mitnehmen fürs Leben, damit ich immer sehe, wenn ich zu Hause bin, im Garten sitze, mich über kleine Dinge erfreuen kann, und zwar über eine längere Basis fürs Leben. Ja, dass ich das, was ich habe, viel höher schätze und ansehe und auch bewahre. Sobald eine Gefahrensituation ist und einer von meinen Leuten ist in Bedrängnis, in Gefahr oder muss irgendwo rausgezogen werden, da muss man reagieren. Das ist eigentlich ganz klar. Wenn ich nicht rausziehe, ja, dann kann es passieren, dass er da verblutet, verstirbt. Man muss sich da jedenseitig schützen. Ja, das ist so. Wo hast du es hingeschrieben? Außen. Aufklären bis Anschlagstelle. IOD sicher bei der Arbeit. Man ist halt schon angespannt, ne? Weil man weiß nicht, was passiert. Ja, man hofft halt, dass alle wieder nach Hause kommen, ne? Heile. Die größten Sorgen sind natürlich auch nach dem Einsatz halt, ne? Da passiert ja dann irgendwelche psychische Schäden oder so, dass man da halt nicht betroffen wird. Johanna, komm mal klar! Los, komm ran! Ich wollte Pioniere sein. Hier vorne, an dem Verbau, der zuhört. Vielleicht ist da auch noch ein Wasserkanister, das kann ja sein, aber trotzdem müssen wir jetzt mal gucken. Na, welche Typen pfeifen sie denn? Hast du irgendwas gesehen, was abgeht davon? Nee, ich habe die Sonne schon fertig gemacht, falls er die braucht. Dass wir mal gucken können. Ich war einmal im Graben mit drinnen geguckt, ob ich irgendwas finde, kabelmäßig oder sowas, auch ein bisschen weiter in den Baumwollfeld. Ja. Aber nichts aufgeklärt. Ja, okay. Müsst ihr gucken. Vielleicht ist es nur ein Wasserkanister, dann tut es mir wirklich leid für euch. Ja. Was eine besondere Herausforderung in der jetzigen Lage im Raum Kundus, das heißt damit also für unseren Auftrag darstellt, ist die derzeitige IED-Bedrohung. Die Aufständischen in diesem Raum sind von komplexen Hinterhalten, wie sie noch von vor etwa 6 Monaten durchgeführt worden sind, abgewichen und agieren derzeit vermehrt mit Anschlägen, mit versteckten Ladungen, mit IEDs, was auf jeden Fall bei uns zu einer gewissen Grundanspannung führt. Und ich glaube, dass eine gewisse Grundanspannung in diesem Bereich auch nicht schlecht ist, weil das nämlich dazu führt, dass die Männer 100% aufmerksam und 100% fokussiert raus ins Gelände fahren. Und macht die Augen auf und guckt, wo ihr hintretet. Ja, hier kann noch mehr von dem Scheiß liegen. Und alle, es ist definitiv eine ID, die alles aufgeklärt worden ist. Ende. Gerade diese Ungewissheit, wie man reagiert, wenn ein IED vor oder unter einem hochgeht, ist das eine gewisse Angst, die man hat. Respekt vor denen, die das nicht haben. Also, ich wüsste keinen. Wenn das so ist wie die letzten Kanister, die wir gefunden haben, hätte es gereicht damit, dass ich so einen Dingo aufs Dach lege oder auf jeden Fall, dass er umfällt. Jetzt habe ich sie schon zusammen gemacht. Drei, zwei, eins, Zündung.
Boom. Die Verantwortung für mich selbst ist sehr groß. Man malt sich auch in seinem Kopf Sachen aus, wo vielleicht dem einen oder anderen was zustoßen könnte. Was ich persönlich versuche, ist in der Hinsicht so viel wie möglich immer wieder an Disziplin und die Sicherheit hochzuhalten, sodass ich selbst mir keine Vorwürfe, wenn irgendwas passiert, mir selbst keine Vorwürfe machen könnte, dass einem meiner Soldaten oder den Soldaten aus dem Zug durch irgendwelche Fehler, die durch uns passiert sind, irgendeinem was passieren könnte. Die Verantwortung des militärischen Führers, also in dem Fall jetzt halt meine Verantwortung für die Soldaten der Kompanie, ist für mich hier im Einsatz bisher so konkret geworden, wie das vorher einfach noch nicht der Fall war. Am intensivsten erleben konnte ich das bei einem IED-Anschlag auf meine Kompanie, unmittelbar vor dem Fahrzeug. Eine riesige Staubwolke, ich vermute 30, 40 Meter hoch, in der das Fahrzeug, das vor mir eben fuhr, dann verschwunden ist. Und da, ja, kann ich ganz klar sagen, ist mir in dem Moment erstmal das Herz stehen geblieben. Die Phase, wo eben unheimlicher Adrenalinausstoß und unheimliche Sorge um die Jungs, die eben gerade in dieser Detonation vor mir verschwunden waren. Als dann am Funk der Funkspruch kam, sind alle safe, wir sind durch. Dann ja, ist mir echt ein echter Stein vom Herzen gefallen. Also das, was mich am meisten beeindruckt hat, war bis jetzt immer noch die Landschaft gewesen. Wenn man im Früh oder Abend sieht man dann das Gebirge. Ja, ist voll geil, genauso wie der Sternenhimmel. Das sind so die Momente, wo man sich sagt, das ist eigentlich das, was ich da sehen will, das ganze Land. Weiß ist das wohl hier so, dass Zivilbevölkerung, insbesondere Kinder, dann hier massenhaft aufschlagen, um die Hülsen zu sammeln. Und das ist grundsätzlich kein Problem. Die kriegen das auch, die dürfen das auch, aber erst wenn wir mit Schießen fertig sind. Es soll aber auch Leute geben, die da versuchen, sage ich mal, ins laufende Schießen reinzulaufen. Wir haben dafür den Sprachmittler mit. Ja, das ist sein Hauptauftrag, er weiß das schon. Und erst wenn das dann gar nicht mehr geht, dann greifen wir zu anderen Maßnahmen. Im Grunde genommen, jeder ist verdächtig. Der Adrenalinspiegel ist dann so hoch, ja, dass man einfach nur noch das, was man mal gelernt hat, einfach nur abspielt. Komm doch nur einer dichter dran als diese Fahrräder, kriegen alle keine Hilfe. Ja, und eine Fahrräder gemacht, da rein. Seit ich mein Gepuchakum lachpelle, tolle Uhren und sonst rein. Sehen. Also die Kuddelzeiten, die sind nur hier wegen den scheiß Hülsen, also für das Messing halt Kohle kriegen. Und alles, was größer ist als 7,6 müssen wir mitnehmen, weil sie sonst die Dinger als für ihre IDs benutzen. Nicht pünktlich, ja? Uwe kommt bei uns. Ja. Danke dann.
Das ist 52. Derzeit ist die Lage so, dass es eine Suicider-Warnung gibt für die gesamte Pluto und die gesamte Kamenz. Der so, wollte sich heute umsetzen, bisher habe ich noch nicht knallen gehört, also schauen wir mal. Solltet ihr etwas länger irgendwo stehen, schaut mal nach, ob euch nicht irgendeiner was unten dran geklebt hat. Und 1,5 Kilo TNT, wie doll das Bumm macht, wisst ihr. Ich möchte nirgendwo länger als eine Minute stehen. Wir sollen kleine Fahrzeuge in die Kolonne lassen, Abstände relativ gering halten in Kunduz Stadt, darum die Zaunstrecke nehmen. Neue Wachschicht übernommen, neuer Führer Foxtrot 4. Jetzt drei Arbeiter plus ein Müllsammler bei uns im Bereich, die überwacht werden, kommen. Gefecht schon verstanden. Also wünschen tue ich es mir nicht, dass wir jetzt Feindkontakt haben. Also ist schon ganz okay so. Weil manchmal gibt es auch Phasen, da ist nichts los und ja, da wünsche ich mir nur, dass die Zeit vorbeigeht, aber lieber so eine Langeweile haben und sicher sein als noch Feuerkampf und dann vielleicht passiert da noch was und das wollen wir ja alle nicht. Gefechtsstand hier, Turm, komm hin. Hier Turm, wir haben hier 6 Arbeiter, Maler mit jeder Menge Farbe in Eimern. Die möchten jetzt hier rein. Frage, ist das angemeldet oder bekannt, dass das heute passiert, kommen? Ja, hier Gefechtsstand, der KTF hat mir weitergemeldet, dass hier mit Malerarbeiten gerechnet wird. Insofern kann das durchaus sein, dass das die richtigen Maler sind, kommen. Da muss ich mich kurz umorganisieren, weil die 2 Mann, die drinnen auch die Wache sind, sind auch die beiden Durchsucher. Fox 4-2 hier, Turm kommen. Fox 4-2 kommen. Jetzt nochmal an selber Stelle wie eben gerade 6 Mann durchsuchen, ebenso deren Eimer kontrollieren und werdet durch den Turm überwacht kommen. Die Bedrohung ist nach wie vor da. Ja. Auch wenn man sie nicht sieht, wissen wir ganz genau, dass womöglich wir schon, was weiß ich, wie vielen Taliban-Typen über den Weg gelaufen sind. Aber da die unbewaffnet hier rumrennen und uns ausspionieren, weiß man das nicht. Das sind Zivilisten und fertig. Chill, ihr könnt reinkommen und eure Wachposten da wieder auslösen, ja? Auf jeden Fall jetzt gerade im Morgenbetrieb hier total unterbesetzt. Ist total für den Arsch. Es gab tatsächlich einen Raketenangriff aus dem Bereich nordwestlich dieser Kiel auf unser Feldlager. Ein definierter Einschlag mit 300 Meter entfernt von der Hindenburg.
So, ich fange jetzt an mit dem Anspruch auf absolute Unvollständigkeit, weil ich euch ins Bett kriegen will. Es geht nämlich schon los. Das Ganze ist die, läuft unter der Überschrift: Wir nehmen Isaac Kehl. Zur Feindlage. Es gibt derzeit keine neuen Erkenntnisse. Wir wissen, dass da, wie gesagt, die Typen da die Raketen abschießen. Was wir nicht wissen ist, aus welchem Compound die sich dahin bewegen. Das zur Feindlage, was ich von dort aus weiß. Also es ist amtlich, da sind welche. Wo die sind und wie viele das sind, kann ich nicht sagen. Die Bevölkerung in Isaac Kehl steht uns grundsätzlich relativ neutral, aber doch eher bis ablehnend gegenüber. Aber da erzähle ich euch ja nichts Neues. Seid drauf eingestellt, wie immer, für 24 Stunden alles mitzuhaben. Brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Ihr nehmt euch ein bisschen mehr mit für den Vierer, ne? Weil ihr halt wenigstens 24 Stunden unterwegs seid. Öffnen! Und auf! Turm! Der Feindlage derzeit im Raum rund um Höhe 432 ungeklärt. Kampfmittellage aufgeklärt, vermutlich bei der genannten Koordinate 837590 ein oder mehrere IED. Wir warten noch auf die AMP. Der Kommandeur ist ein wenig ungehalten, aber Hamidi hat gesagt, wir hatten uns um 6 verabredet, es ist noch nicht 6. Schauen wir mal, haben wir der Dinge, die da kommen. Oh, guck mal, da kommen schon ein paar. Lokale Sicherheitskräfte sind teilweise ehemalige Taliban-Kämpfer, die jetzt nicht übergelaufen, das wäre ein falscher Begriff, aber nicht mehr den Kampf gegen deutsche, gegen ISAF-Kräfte oder gegen afghanische Sicherheitskräfte führen. Und die wir versuchen in Sicherheitsstrukturen zu übernehmen, weil eins ist klar, diese Männer sind ohne Arbeit, ohne Einkommen. Und man muss ihnen ein Ziel geben, eine Beschäftigung, sodass sie ihre Familie ernähren können. Und dann kann man es sicherlich auch schaffen, dass sie nicht wieder zu den Taliban zurückgehen. Ich kann schon verstehen, dass es durchaus bei dem einen oder anderen Soldaten Vorbehalte gibt in der Zusammenarbeit mit afghanischen Sicherheitskräften, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Local Security Forces. Auf der anderen Seite eben anders kann es für uns keinen sinnvollen Weg aus Afghanistan rausgeben. Körner vorweg, dann ich, dann Jojo, dann Mars, dann Wild. Abstände 8 Schritt. Auch ich habe Angst. Wenn jemand keine Angst hat, dann läuft irgendwas schief. Angst ist so ein Instinkt, der alles nochmal den Körper hochfahren lässt und die Sinne werden alle nochmal schärfer, ob das das Hören, das Sehen, das Fühlen ist. Also ich mache da einfach nur meine Aufgabe und wenn die dann mitlaufen, also vertrauen tue ich denen nicht und ja, wir hoffen, dass da nichts passiert und dass sie halt so weiter mit uns arbeiten wie vorher auch, dass da nicht einer austickt oder dann auf uns schießt. Wir haben eine Information von der ANA, also der afghanischen Armee, bekommen, dass jemand der LSF, das sind die lokalen Sicherheitskräfte, mit denen wir zusammenarbeiten, dass einer aus deren Reihen eine Rakete auf unser Lager geschossen haben soll. Und zwar hat die ANA heute gesagt, bei der Gesprächsaufklärung, da war Ulan Schams dabei, dass die LSF wahrscheinlich die Rakete abgeschossen hat aufs Airfield. Oi. Und dass das wahrscheinlich einer von den LSFern da ist, sogar eventuell der Führer.
der Dicke, der mal vorne uns geht. Ich weiß nicht, ob Paul mit dem gesprochen hat, ob das der ist. Shams hat sonst auch einen Namen für ihn. Unser Sprachmittler-Offizier war vorhin bei der Gesprächsaufklärung mit Anna mit dabei. Die beiden LSFler, die wir hier dabei haben, können unter Umständen die sein, die die Raketen selbst abgeschossen haben auf das Lager. Kommen. So eine Scheiße. Ja, so ähnlich geht mir das auch gerade. Wir haben die hier unter Überwachung zunächst mal. Vielleicht sollte da die Typen noch mal prüfen. Der eine trägt eine Binde, der andere nicht. Das ist ja genau das, wo wir die ganze Zeit Angst vor gehabt haben, dass jemand von den LSF-Lern ein verkappter Taliban ist. Und das ist halt ein beschissenes Gefühl, weil man natürlich auch weiß, dass in dem Land vom Prinzip her jeder käuflich ist. Haben das nicht bestätigen können. Ist jetzt schwierig zu sagen, ob es stimmt oder nicht. Er schlägt vor, die weiter mitzunehmen können. Ja, Verstand für euch wichtig. Das ist, wie gesagt, der LSF-Führer. Wir halten ihn zunächst mal in der Überwachung. Vielleicht kümmert sich die ANA ja drum, wenn wir durch sind. Kommen. Es gibt hier seitens ANA den Verdacht, wer für die Raketenabschüsse verantwortlich sein könnte. Gegebenenfalls findet dort später noch eine Compound-Durchführung statt. Kommen. Trotzdem haben wir dann leider keine Informationen bekommen, was mit dem passiert ist, ob der vom Geheimdienst weggeholt wurde oder ob der jetzt ganz normal wieder seinen Job weitermacht. Wir haben ihn auf jeden Fall nicht wieder gesehen. Vor noch nicht mal ein halben Jahr oder vielleicht ein bisschen länger, ja, wurden erst hier deutsche Soldaten beim Klappen von solchen Typen abgeknallt. Das muss erst wieder passieren. Ja, nochmal passieren und nochmal passieren. Und dann haben sie vielleicht gelernt, keine Ahnung. Ich hatte schon mal Momente, wo ich gesagt habe, ach, warum bin ich eigentlich hier? Aber ich denke mal, das hat jeder Soldat bis jetzt schon mal erlebt, solche Momente. Das sind Momente, wo man unter Stress steht, richtig viel Stress steht und wenn es einfach mal nicht so gut läuft, ja, wie man sich eigentlich das wünscht, aber so ist das halt hier. Ja, was machst du? Ich höre jetzt auf zu chatten. Oh. Weil sie endlich mal ein Ende gefunden hat. Das ist jetzt der Motivator. Ach so. Das siehst du hier, wann du da angekommen bist, ne, das gibst du ein. Dann heute den Tag und wann du dann vermutlich fliegst, ne, nach Hause. Dann hast du noch die Tage, die du schon hast, die du noch hast und die du insgesamt hast. Dann das AVZ, was du insgesamt bekommst, was du jetzt verdient hast und den Rest. Solche Bilder erwarten mich. Aber schade, dass die Blende schon freigeschalten ist, ne, oder schon fertig ist. Von Mama und Papa. Aber meine Tochter ist auch am Start. Ich habe mich dafür entschieden, Soldat zu werden, schon eigentlich sozusagen als Kindheitstraum. Ich weiß, ich habe spätestens mit 6 Jahren schon mit dem Holzgewehr durch den Wald gelaufen und habe Soldat gespielt, das weiß ich. Schöne Bilder aus der Heimat. Ich war teilweise schüchtern. Wenn man dann so aufgetaut war, dann forsch. Deutscher Schinken. Und Wurst. Also ich bin typisches Kind vom Lande, kann man eigentlich sagen. Und eine Sportwurst. Und eine Autozeitung. Ich kann alles nicht gebrauchen. Also ich hatte eine sorgenfreie Jugend, muss ich gestehen, ja. So, mein lieber Hoffmann. Nochmal alles Gute zum Geburtstag. Glück und Gesundheit, Geld hast du ja genug und gute Kameraden sitzen ja hier. Von daher nimm uns die Zeit, mit dir einen Kaffee zu trinken, was die Familie nicht kann, wollen wir dir wenigstens ersetzen. Ein bisschen Dankeschön. Kuchen und greif zu. Boah, fette Pfannkuchen. Ja.
stellvertretend nochmal für deinen Druck. Mal alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Ich nehme. Ihr Arzt. Ich will mir das jetzt für euch anziehen. Sehr gut, dann hol ich meine Kamera. Das war das mal eine Weile dauern. Aaron, keine Angst, die Hose, die muss so sein. Was passt besser? Hast du eine ehrliche Meinung? Das Schwarze. Oder? Nee, das alles war. Oder? Ja, das ist natürlich besser. Taxi! Ich werde nochmal kurz Kameraden einen Besuch abstatten. Danke, es ist aber leicht zu sein. Mal was Spannendes oder so. Nur so ein Kram, Scheißpiss, ey. Was mir aufgefallen ist, was so ein Einsatzphänomen ist, nee. Männer fassen sich an und umarmen sich. Ja. Ja. Weil man sich freut, dass man sich mit sieht. Gab es früher nie. Wir haben hier oben auf der Höhe zwei Hunde. Die sind auch entwurmt und medizinisch versorgt. Immer wieder durch Pakete und durch andere Sachen. Kriegen auch richtiges Hundefutter. Was sie machen, ist Viehzeug. Also gerade Ratten und sowas. Oder Mäuse oder weiß ich was, was hier rum läuft, das verjagen sie. Nur nachts schlafen die, glaube ich, tiefer als die meisten Soldaten. Also ist das auch so eine Beschäftigung für Soldaten, denke ich mal. Der perfekteste Tag zu Hause wäre, nach Hause kommen und gar nichts machen. Ich würde die Wohnung sehen, würde mein Zuhause sehen, meine Mutter sehen, erstmal Käffchen machen oder so, ein bisschen quatschen. Einfach nur in Sicherheit zu sein, wo man weiß, man ist zu Hause und da gehörst du hin. Zeit. Du schläfst da, isst da, rauchst.
Meine Tochter macht Fortschritte, kann sich jetzt schon von alleine hochziehen, hat oben 4 Zähne bekommen und kriegt im Nacken schon Löckchen. Wenn man das alles verpasst, fühlt sich das natürlich im ersten Moment erstmal, freut man sich, dann fühlt sich's aber ganz schön scheiße an. Aber es gibt genug Situationen, wo man dann wiederum sagt, ja, warum man dann eigentlich hier ist. Über die linke Schulter hat er die. Jetzt siehst du das richtig. Salam. Salam alaikum, chi tarasti? Chi ist das dit? Chi ist Salonari, chi ist das? Ich habe die Traf, der nicht schon mir gibt. Wo ich hatte noch Gast oder Mesen alle, ne? Wir dürfen schießen, wenn wir halt klar bedroht werden. Wenn wir merken, die kommen auf uns zu, haben, sind bewaffnet. Dass sie halt als Feind aufgeklärt werden. Der spielt nur. Ich habe ihm gesagt, so, das ist übergefährlich. Wir können nicht wissen, ob das echt oder nicht echt ist. Dann erschießen wir ihn und dann heißt das, wir haben einen Zivilisten erschossen. Ja. Und hat er kapiert, hat er gesagt, das hat er verstanden und demnächst kommt das nicht vor. Ja, worum geht's denn? Ja, hier ist Foxtrot 4. Gestern Abend, die letzte Meldung, die ich bekommen habe, war, dass wir einfach nur so abgeholt werden und dann nur mit unseren Fahrzeugen fahren. Problem ist, ich würde mit unseren Fahrzeugen das Material, was wir hier haben, nicht mitbekommen kommen. Ja, da gibt es eine Lageänderung. Die zweite hat Personalausfall, ihr bleibt für die zweite da oben. Ja, klar. Nein, Scherz beiseite, das läuft wie folgt. Wir warten auf die Versorgungsfahrt. Und fahrt dann mit euren Autos und der Versorgungsfahrt und dem Fünfer wieder ins PHQ. Das hört sich ja mal nach dem Plan ankommen. Ja, meinst du, hier sitzen Amateure oder was? Ja. Ja. Darauf antworte ich jetzt lieber nicht. Das ganze Land nervt. Es ist wie so ein Pickel, der stört. Am Anfang war es ja noch ein bisschen spannend gewesen, die Leute mal zu sehen. Und das ist einfach nur noch Alltag hier. Es waren schon viele Situationen, die auf Deutsch gesagt scheiße waren. Beispielsweise meine Nichte, die hatte Einschulung. Ja, ich sag mal, ich bin ja gut versorgt, ich habe Bilder bekommen und alles. Aber letztendlich wünscht man sich dann doch, ich wäre mal nicht dabei gewesen. Auf der Cherry sind gerade welche dabei, IDs zu verbuddeln, vermutlich. Der Fennec steht in Stellung, die Scharfschützen sind oben auf dem Turm. Und wir schießen jetzt gleich als Show of Force Leucht, sodass die wissen, dass wir da sind. Guckt teilweise nur der Kopf raus, der wahrscheinlich traut er sich nicht. Des Weiteren hat die Bevölkerung jetzt das mitgekriegt, das ebenfalls. Hat kurz mal geguckt, der sind aber wieder ausgewichen. Ja, die eine Person, wie schon gesagt, noch vor Ort. Die haben ja jetzt alle Geld gekriegt, die LSF-Typen. Jetzt konnten sie sich wieder ein bisschen was einkaufen. Das ist ja genau das, was ich meine. Die können sich doch hier bewegen, wie sie wollen. Lageinformation, der Person ist ausgewichen. Person ist ausgewichen. Thank you.
Stehen wir hier. Ja, es wird doch wieder dunkel. Nochmal aufbauen. Ja. Wenn wir eine TAA beziehen, ja, bauen wir uns als erstes ein Dach über den Kopf mit einem Tarp. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man die Klamotten wenigstens im Trockenen hat und dass man im Trockenen schlafen kann. Je länger man da bleibt, desto mehr baut man eigentlich noch drumherum, sodass es auch windgeschützter wird. Das Wetter ist einfach nur noch nass und eigentlich muss man sagen, ist überall nur Schlamm. Also der Lehmboden, der ja hier ist, der saugt das Wasser wirklich relativ gut auf, sodass nicht viele Pfützen entstehen, aber es ist halt alles nur noch Matsche. Wach werden, meine Häschen. Die letzten Wochen, die waren davon geprägt, dass wir eigentlich fast nur im Einsatz waren. Wir leben halt in der Lahre, draußen. Draußen schlafen, in der Kälte, Patrouillen. Zurzeit haben wir halt kaum Erholungsphasen. Also, dass man mal sagen kann, wir haben mal jetzt wirklich einen Tag für uns, wo wir einfach mal nur uns regenerieren können. Und durch das Wetter, was draußen herrscht, und auch der Auftragsstress, der zurzeit herrscht, ja, das lutscht ihn langsam aber sicher aus. Wir sind alle krank und halten uns eigentlich schon seit guten 2 Wochen nur mit Tabletten über Wasser. Ich wiederhole nochmal, Phase 1 ist Gewinnen, Stellung 1. Phase 2 ist das Halten der Stellung 1, Überwachen der ANA auf Objekt 1. Phase 3 ist das Durchstoßen bis zum Gewinnen dieses Raumes hier. Phase 4 ist Gewinn Kopf Juliet 89. Phase 5 nehmen Objekt 3. Phase 6 offenhalten Objekt 4. Phase 7 ist ab nach Hause. Achso, sollte sich die ANA wieder prügeln, wie beim letzten Sweep, bitte nicht dazwischen gehen. Lass sie einfach machen. Und mindestens 300 Meter Abstand, weil es könnte sein, dass sie schießen. Foxy 4 Feuerkampf. Ja, hier Fox, wir haben im Bereich Objective 1, 2 oder 3 gerade einen Feuerstoß gehört. Könnt ihr da irgendwas aufklären? Kommen. Scheißrichtung. Wir laufen gerade voll in die Scheißrichtung. Bravo 6 hier, Fox, dort kommen. Feuerkampf im Bereich Juliet 8, 9. Wir klären jetzt auf über unseren Müllnachrichtenwesen. Ofts kommen. Es ist schon sehr oft passiert, dass es irgendwo geknallt hat. Und sei es nur die ANA gewesen, weil die schießen auch oft, wenn wir auf Patrouille sind, einfach nur so aus Jux und Dollerei irgendwo rum. Aber letztendlich muss man da trotzdem wachsam sein, weil sobald ihnen die Muppeln um die Ohren fliegen, dann herrscht ein anderes Spiel. Feuerkampf Richtung Kopf würde ich fast schätzen. Nee, der kommt von da hinten irgendwo. Der Link, hörst du nicht mit? Das zeigt jedes Mal Fehler 10 an, wenn ich es länger habe. Fehler 10 ist Akku. Der Feuerkampf kam aus Juliet 74. Okay. Weiter geht's. Also wenn wir zu Fuß unterwegs sind, habe ich eigentlich weniger Angst.
Weil wir sind ja viele Personen und das schreckt auch ein bisschen ab. Dass man den Feind nicht erkennt, weil alle gleich aussehen, das wusste man ja schon vorher, dass halt nicht so einfach ist. Man muss halt in seinem Beobachtungsbereich bleiben, gerade wenn man halt eine Beobachtungspause macht oder so. Und man muss halt darauf achten, dass Personen nicht zu nah aneinander rankommen. Hier links, Stellung beziehen. Schill, bei dir will ich, dass du dich auf die Ecke setzt, dass du den Bereich, also links von der kleinen Waldbürste hier, mit einsehen kannst in die Richtung. Ich gehe noch ein bisschen weiter rüber und du kommst dann noch ein bisschen weiter zu mir, Dina. Dina, halte den auf Abstand, ne? Ja, ich sag's nur. Fox und Halle, weiter geht's. Ende. Wir laufen durch die Dörfer, durch die Straßen. Erstmal ist es ein widerlicher Anblick, wenn man sieht, dass die Exkremente auf den Straßen liegen. Man sieht dann noch die Kinder, die dann auf einen drauf zukommen und Stifte haben wollen und Bälle. Ne? Da gibt man schon dem kleinen Mädchen was, was 3-4 Jahre alt ist und in der Ecke steht. Geht man schon mal selber hin, gibt denen Puzzle oder hier so eine Flasche Seifenblasen. Wir hatten circa zwischen 10 und 12 Grad draußen. Es war alles nass, schlammig. Die Männer haben Merino-Unterwäsche getragen und es stehen am Straßenrand 3 Kinder. Ein Kind davon, ja, wie ein Schlafanzug, ein langes Gewand, eine Schlafanzughose und barfuß im Dreck. Das sind so Erinnerungen und Bilder, die werde ich, glaube ich, also nie vergessen. Ganz schön komisch, ne? Die Kinder waren alle komplett allein im Compound. Keine Erwachsenen. Diese Futterkiste und da packt halt jeder irgendwas rein, was er sich gekauft hat oder was er von zu Hause geschickt bekommen hat, damit wir nicht immer dasselbe essen müssen, damit wir uns mal was Hübsches kochen können. Juve, 1 oder 2 Rouladen. Eine Reihe. Ich packe auch noch oder auch noch Würstchen dazu. Ordentlich Soße ran. Prinzessin. Hier haut ihr das in eine eklige Fresse rein. Ich war mit Totti schon vor dem Einsatz, waren wir dicke. Aber durch den Einsatz sind wir halt noch mehr zusammengewachsen. Noch dazu, dass wir uns in der Stube teilen und die Chemie passt. Und von daher, wir sind hier dicke Kumpels geworden. Ach, du wolltest nochmal Hallo sagen? Ja. Ich wollte nochmal im Trocknen sitzen. Ach so. Die Veränderung bei uns merkt man schon, dass es alles viel, viel lockerer geworden ist. Na, das ist mehr alles wie eine Freundschaft. Ja, also nicht mal das Militärische, wie guten Tag, Oberfeldwebel und total so angespannt. Ne? Es ist einfach nur noch, wir sind hier, jeder weiß, was er machen soll, jeder hat seine Aufgaben, das passt. Und ja, es ist sowas von locker geworden, das kann ich mir in Deutschland nicht mehr vorstellen. Oh ja, guck dir mal die Dinger an. Alter Schwede. Ganze Bierdosen sind drin, oder? Böse Zungen behaupten, dass hier 4 Suicider unterwegs sein sollen. Im Großraum Kundus Nawabat. Das schränkt es natürlich total ein für uns. Des Weiteren soll in dem Bereich Narisufi und Karkara irgendwo ein ID-Bauer wohnen. Also keiner, der welche anbaut, sondern
der welche fertigt. Des Weiteren gibt es einen ID-Verdacht im Bereich Juliet 70 und es gibt Erkenntnisse aus dem Bereich Eloka, dass die Trägermen, die im Moment angeworben werden, 12- bis 14-jährige Bengel sind. Militärisch gesehen achte ich auch jetzt nach 5 Monaten immer wieder auf die Abstände, dass die Jungs die Abstände einhalten. Wenn irgendwo was hochgeht, dann soll es nicht 3 oder 4 oder 5 erwischen, sondern dann sollen die Abstände so weit aufgelockert sein, dass da vielleicht einer verwundet oder wie auch immer wird. Und wir achten weiterhin darauf, dass wir keine Zivilperson in unsere Patrouille lassen, die nicht durchsucht worden sind. Ein bisschen von der Seite hier. Guck mal nachher. Und da gucken. So, jetzt machen wir vom Weiten noch eins. Ich weiß, das ist ja einer. Der ist doch unser ID-Bauer, oder? Also, der ist am Sitten. Das ist durch ein anderer. Ja, schade, dass die Polizei nicht dabei ist. Im Moment ist die Bedrohungslage so, dass immer noch IEDs vergraben werden, dass auch immer noch genug Insurgents sich im Bereich befinden, die durch das Abhören von Handys oder Telefongesprächen immer wieder aufgeklärt werden. Also es gibt sie, aber sie sind halt nicht stark genug, um eine Patrouille von uns zum Beispiel anzugreifen. Wenn ich deine Fotos gezeigt habe der Polizei und die sagen, dass du das bist, dass du die Minen gebaut hast, du weißt, dass hier jemand Minen baut, dann nehme ich dich fest. Da komme ich nachts mit dem Hubschrauber. Ja, ich sage, warum? Polizei da. 3-0 Fox. Wir beginnen jetzt mit der Ausdurchsuchung und Körper Ende. Also als Lageinformation, ein schwerer IED-Anschlag im Bachlan-Verantwortungsbereich von der Taskforce MESS. Vermutlich mehrere Verwundete und auch gefallene Kameraden. Es wird aber weiter geprüft. Habt ihr mit? Wollen wir mal hoffen, dass es keine von uns sind, ey. So eine Scheiße, ey. Einschlag Raum Baklan. 3 Tote, 2 Verwundete Kat Alpha. Diese werden vermutlich ausgeflogen in das PRT Kunduz. Dies hat eventuelle Konsequenzen für die Operationsführung. Es betrifft keine ISAF-Soldaten, sondern ANKOP. Kommen. Boah, ich brech zusammen, ey. Wir haben noch 200 Meter. Ja, verstanden. Ja, hier Fox, ihr habt die Lageinformation mitbekommen. Derzeit Einstellen aller Tätigkeiten aufgrund der Belegung der Schockräume im PRT. Absicht 3-0, alles einfrieren. Meine Absicht. Geordnet aufsitzen. 360 Grad. Ende. Ja, das war leider der Befehl. Ja, machen wir so, da könnt ihr uns schon mal anmelden. Abmarschbereitschaft herstellen.
Wir haben gerade eben erfahren, dass keine ISAF-Soldaten verwundet worden sind, sondern dass das afghanische Sicherheitskräfte sind. Trotzdem sind wir irgendwo erleichtert. Diese werden jetzt im Lazarett in Kunduz versorgt. Dadurch ist das Lazarett ausgelastet. Das hat für uns zur Folge, dass die Operation unterbrochen wird, dass wir hier draußen übernachten müssen, was natürlich sehr schwierig ist, weil man sich natürlich nicht so gut irgendwo verteidigen kann. Aber mit der Gefahr müssen wir jetzt halt leben. In erster Linie geht es ja darum, wenn wir dann auf den Acker dann da ankommen, ist man erstmal in erster Linie ausgeliefert. Ne? Also wie wenn man jetzt aus der Stadt rausfährt, die Landstraße lang, rechts abbiegen auf dem Acker und da wird geschlafen. Ja, dann wird alles aufgebaut, Schlafsäcke rausgeholt, alles Mögliche, sodass man die Nacht ja, halbwegs überleben kann. Wo im Fahrzeug? Im hol sie her, Mann! Im Mittelfach. Auf jeden Fall kommen wir erstmal in Spanien hier. Ey, das muss doch nicht sein. Das ist ein Zahn. Du hast doch eine Seite angestellt. Ja, du hast so viel Kraft. Man merkt schon jetzt gerade, wir sind im fünften Monat, also ich merke es an mir selber, ich bin leicht reizbarer. Ja. Ich fahre mal schneller hoch, aber das ist bei Totti ist das so, bei China ist das so, weil bei uns so langsam das Maß voll ist. Kurze Befehlsausgabe. Wir machen eine Patrouille vor Mitternacht. Die werden wir im Zeitraum von zwischen 20 und 22 Uhr wird das ganze Ding starten. Ich denke mal, maximal 2 Stunden wird die dauern. Aber ich hatte jetzt noch nicht hier so den übelsten Tiefpunkt. Ja, den gab's. Und zwar habe ich die Einladung zum Geburtstag von meiner Tochter gekriegt. Das war schwierig. Ja. Die Frage, was ich hier überhaupt mache, das stelle ich mir voll oft. Gerade wenn wir total Sachen machen, die total sinnlos sind. Zum Beispiel irgendwo draußen sitzen und irgendwo stundenlang rumstehen für nichts und wieder nichts. Treten zunächst vor der Stabsgefreite Chill, Stabsgefreiter Plagemann, Hauptgefreiter Hendrich, Hauptgefreiter Wild. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Ehre, eine Auszeichnung des Präsidenten des Landtages Sachsen-Anhalt zu überreichen. Ich persönlich mache das gerne, ich überreiche sehr gerne diese Medaille, weil das für mich in der Tat ein anfassbares Zeichen der Wertschätzung aus Deutschland für den Beitrag, den wir hier leisten und für unsere Leute ist.
Ja, Weihnachten 2011 in Afghanistan. Ich denke mal, dass ich in der Tat die große Masse von uns durchaus einen schöneren Ort vorstellen könnte, an dem das Weihnachtsfest gefeiert werden könnte. Für mich selber kann ich sagen, es war uns allen bewusst, dass wir Weihnachten und Silvester hier sein würden. Man kann sich oder konnte sich auch gedanklich darauf einstellen. Allerdings habe ich heute Morgen schon die Gelegenheit genutzt, mit meiner Frau und meiner Tochter zu skypen. Und dann merkt man halt doch, was man vermisst. Hallo! Fröhliche Weihnachten, habt ihr schön abgesagt? Ja, wir hatten gerade Bescherung. Guck mal. Mein neuer Pullover. Schick, von meinem Schwesterherz. Ja, das hat sie vom Papa. Also als ich weggeflogen bin, ja, war sie noch ein kleiner Wurm, der am liebsten auf dem Arm lag. Und jetzt mittlerweile kann sie krabbeln, sie kann vernünftig sitzen, sie isst teilweise schon selber mit einer Gabel oder einem Löffel in der Hand. Ich weiß halt immer noch nicht, wie sie reagieren wird, wenn sie mich wieder sieht. Ne? Also das ist immer noch so ein Grundangstgedanke, den ich habe, dass meine Tochter an mir vorbeiläuft und zum Falschen rennt, so ungefähr. Hört sich immer blöd an, aber das sind Gedanken, die man hat. Ne? Tschüss, Lottchen. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ja, ich hab die auch lieb, meine Süße. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause des Geschlechts David war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Ich glaube, das ist so ein Tipp. Shame to see them as every year. The same to see them as every year, James. Yes. Genial, oder? Schönes Ding. Ein kleines bisschen Deutschland hier. Werde ich bestimmt noch. Das wollte ich für Weihnachten, Silvester für den Arsch. Also für mich war schon seit Anfang des Jahres im Grunde genommen Weihnachten, Silvester gestrichen. Das war ein ganz normaler Arbeitstag. Dann waren mal 5 Minuten Silvester, wo wir angestoßen haben und dann ging es gleich wieder weiter. Viel Gutes über Afghanistan sagen. Wenn ich Afghanistan beschreibe, ist das einfach nur ein Drecksloch, ja, wo man nicht viel helfen kann. Wenn wir hier 2014, 2015 wirklich abziehen, dann geht das hier wieder den Bach runter. Weil die sind so wechselhaft, hier ist so viel Korruption. Sobald wir weg sind und die nicht mehr führen, dann greift der Taliban euch immer wieder an die Macht. Hey,
Ich wünsche mir die 40 Grad zurück. Ich habe genug von den Menschen gesehen, ja. Habe genug Menschen guten Tag gesagt. Genug Menschen die Hand gegeben. Habe vielen Kindern was zu spielen gegeben oder Kekse oder was zu trinken. Und ja, ich denke, es reicht langsam. Also wird langsam Zeit, nach Hause zu fliegen. Das sind solche Sachen, die ich meine. Ja, wir sind 2,1 Kilometer vorhin gelaufen. Was natürlich durchgeschwitzt, ne? Ja, musst du. So, und jetzt stehen wir hier rum. Das ist das, was ich meine. Das ist das, wo L92 ich drüber nachdenke. Was habe ich gesagt? Hier, Kaffee. Was Warmes. Kaffee. Hast du dir Idiot gesagt? Habt ihr Kaffee? Ob ihr Kaffee habt? Ja. Tee? Irgendwas Warmes zu trinken? Chai ist Tee. Was ist ein Chai? Chai? Habt ihr sowas? Der Garlicke. Aber weh, ich krieg dann auch Durchfall. Ja. 3-3 für alle Lageinformationen aufgeklärt. RFT-2 sowie Auslösevorrichtung. EOD derzeit in der Aufklärung. Kommen. Komm her, gibt's Tee. Ja, ich geh schon mal. In den Kleinfach? Oder komm, komm, Ranga ist was. Ranga. Ja, was da haben wir was? Ey, ja, das ist gut. Komm. Wieder. Almon. Almon. Danke. Was ist denn der Trick gemacht? Das Wasser. Das ist aber Schwarztee. Ja, irgendwie was Ähnliches. Ja. Derzeit habe ich die Einstellung, dass ich wieder in den Einsatz gehen würde. Am liebsten dann für 4 Monate und nicht mehr für 6 Monate, weil sich 6 Monate dann doch ziehen, vor allen Dingen, wenn es dann 6,5 Monate werden. Aber ich weiß nicht, wie meine Einstellung ist, wenn ich erstmal zu Hause oder wieder zu Hause bin, inwiefern ich mich verändert habe, beziehungsweise meine Frau sich vielleicht verändert hat oder meine Familie. Aber jetzt im Moment würde ich sagen, würde ich es wieder machen. Ja. Wichtig nochmal, kommt vom Zugführer, kommt aber auch von mir. Letzten Tag. Ja, einfach nochmal wirklich bei der Sache sein. Nicht anfangen, Scheiße zu bauen und den letzten Tag nochmal irgendwas Besonderes zu machen. Habe ich nur noch 8 Monate Dienstzeit, circa. Und da ist halt, ergibt sich nicht mehr die Gelegenheit, nochmal in Einsatz zu gehen, und verlängern möchte ich auch nicht. Ich bin ja mit 4 Kerlen unheimlich zusammengewachsen. Ich habe gesehen, wie manche Orte auf der Welt sind und wie gut ich es habe. Den Einsatz möchte ich nicht missen, aber ich werde ihn auch nicht vermissen.
euch schon mal tschüss. Schönen Urlaub. Danke. Und ich dir auch. Das ist gut. Was war wohl? Ja, falls wir uns nicht mehr sehen. Einen schönen Urlaub, wir sehen uns im Nachhinein. Ja, fein. Ob dieser Krieg verloren ist oder nicht, ist meine persönliche Meinung, wissen wir erst, wenn wir aus diesem Land wieder raus sind. Wenn die Taliban danach wieder an der Macht sind, dann haben wir den Krieg vom Prinzip her verloren. Wenn sich Afghanistan aber vielleicht ein wenig stabilisiert, haben wir vielleicht auch den Krieg gewonnen. Das wissen Experten wahrscheinlich jetzt schon, aber